Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Bürgermeistern und Vertretern der jeweiligen Gemeinden in den jeweiligen Arbeitsbereichen. Insbesondere war ein Schwerpunkt auch der Bereich Infrastruktur und Mobilität in der Region. Da konnten wir in den letzten 5 Jahren es schaffen, einen gemeinsamen Infrastrukturvereinbarungsvertrag zu erwirken, der fair für alle Gemeinden ausgearbeitet worden ist. Es ist entsprechend aus dem Tourismus Geld gesichert, dass die Infrastruktur Instandsetzung und die Erhaltung gewährleistet werden kann, aber auch, dass wir darauf Vorsorge gesetzt haben, einen Katastrophenfonds einzurichten, nachdem wir mit dem Klimawandel auch schon in der Stadt selbst 2021 erlebt haben, dass das auch für uns ein Thema wird in der Zukunft, wird auch da seitens Tourismusverband Vorsorge getragen. Also für mich als neuen Verantwortlicher für den Kaiserlift ist das ganz was Besonderes. Der Tourismusverband ist ein sehr starker Partner in diesem Zusammenhang. Wir haben gemeinsam das Projekt Naturerlebnis Kaisergebirge und wir bespielen den sensiblen Berg wirklich mit einem tollen Programm für eine Mischung Gäste. Wenn man den Bereich der Mobilität nimmt, auch hier arbeiten wir mit der Region Lida, KUSK zusammen. Da sind auch alle Gemeinden oder fast alle Gemeinden vertreten. Wir haben eine Kupfstelle mobil installiert. Gemeinsam sind da Genossenschaftsmitglieder und arbeiten an einem Strang, auch dieses Verkehrswegesystem und die Linien so effizient zu gestalten, dass sowohl der Gast als auch der Einheimische diese bestmöglich nutzen kann. Wir warten darauf, dass der Startschuss voraussichtlich Ende 2026 erfolgt, dass dieser Linienverkehr dann flächenübergreifend auch mit der Takt und bestens auch unsere Freizeitwirtschaft erreicht, aber auch unsere Betriebe erreicht. Und da sind wir auch mit an Bord. Und es ist uns wichtig, dass auch hier geschaut wird, dass der Verkehr minimiert wird in unserer Region. Der Kufstein Mobil wurde 2022 gegründet von 3 Gründungsmitgliedern, der Stadt Kufstein, der Stadtwerke Kufstein und dem regionalen Management KUSK. Und dann sind noch der TVB Kufsteiner Land und die Gemeinde Bad Hering dazugekommen. Das Regiorad, das basiert auf dem Next-Bike-System, was vielleicht viele kennen aus größeren Städten. Auch in Österreich gibt es das beispielsweise in Innsbruck als Stadtrat schon lange oder in Wien oder in München. Das MVG-Rad ist ein Next-Bike-System. Das ist ein Bike-Sharing-System, wo man kein Free-Floating hat, sondern von Station zu Station fahren kann und in Kufstein damit insgesamt eine weitere Mobilitätsmöglichkeit geschaffen hat. Es hat im vergangenen Jahr rund 51.000 Ausleihen gegeben, was sehr, sehr weit über den Erwartungen liegt. Beispielsweise hat Wien im ersten Betriebsjahr des Next-Bike-Systems rund 300.000 Ausleihen gehabt. Wien ist aber 100-mal so groß wie Kufstein. Also für uns ist es ganz klar, dass der Erfolg deshalb gegeben ist, weil viele Kundengruppen kostenlos fahren können. Beispielsweise eben die Gäste des Kufsteiner Landes und ein dichtes Stationsnetz vorhanden. Was mich besonders Freude bereitet, ist in der Arbeit im Tourismusverband Kufsteiner Land eben diese verbindende Miteinander, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, dem Standortmarketing, dem Regionalmanagement, dass alle darauf schauen und achtsam damit umgehen, was mit unserem Lebensraum passiert, den wir natürlich gestalten wollen für alle Menschen, die hier leben, wohnen, arbeiten und lernen. Aber auch bei uns eben vor allem auch geht es um den Gast, der hier dieses Umfeld genießen möchte. Und es soll er so genießen, wie auch der Mensch hier, der hier lebt, es genießen kann.